Mit der Heimat im Herzen und dem Puls intakt. Ich liebe Offenburg, ich liebe meine Stadt. Offen gesagt, der Podcast der Stadt Offenburg. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Offen gesagt. Heute widmen wir uns dem Thema Heimat und Integration. Ich bin Marco Steffens, Oberbürgermeister von Offenburg, und mir gegenüber sitzt Olga Gart. Sie ist seit kurzem nämlich Trägerin der Heimatmedaille Baden-Württemberg und engagiert sich stark in der Integrations- und Kulturarbeit der russischsprachigen Gemeinschaft bei uns hier in Offenburg. Frau Gart, ich freue mich sehr, dass Sie heute auch unserer Einladung gefolgt sind und dass wir jetzt einfach so die nächste halbe Stunde ein bisschen zusammen plaudern und ins Gespräch kommen können. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Dieses Jahr haben wir ja sehr intensiv in Offenburg den Begriff auch Heimat gefeiert, definiert in seiner ganzen bunten Vielfalt auch. Was bedeutet konkret für Sie Heimat? Heimat bedeutet für mich sehr viel. Heimat, das ist der Ort, wo ich mich wohlfühle. Heimat ist es der Ort, wo ich wahrgenommen werde. Meine Verwandten, meine Bekannten, meine Freunde, die sich wohlfühlen, Frieden, Gemeinschaft, und dass wir hier in Offenburg wirklich träumen können, ich träumen kann, das alles bedeutet für mich Heimat. Und Zugehörigkeit, die ich hier spüre, das ist für mich alles Heimat. Und dafür hat Ihnen das Land Baden-Württemberg ja gedankt, indem Sie die Heimatmedaille des Landes Baden-Württembergs ja dieses Jahr verliehen bekommen haben, eine ganz besondere Auszeichnung, auch eine sehr seltene Auszeichnung, nur ungefähr ein Dutzend Personen bekommen das überhaupt im Jahr. Sie sind dadurch ja auch Vorbild für viele durch ihr Wirken auf die Mitmenschen, auch so wie Sie es gerade gesagt haben, auch ihre Haltung dazu ist Vorbild für viele. Was haben Sie gefühlt, als Sie diese Auszeichnung bekommen haben aus den Händen der Staatssekretärin? Das war und das ist eine große Ehre für mich und für Integrationsarbeit in Offenburg, in Ortenau und Bellevue überhaupt. Weil ich habe immer gedacht, dass Integrationsarbeit spielt sehr große Rolle im Land überhaupt, in unserer Stadt auch. Integrationsarbeit hat mich auch großgezogen. Also ich kann auch schon so sagen, dass ich bin ein Fachkraft in diesem Bereich. Ich kann auch viele Seminare leiten, Projektmanagement, Gruppen unterstützen. Das habe ich vom Land gelernt, das habe ich von verschiedenen Fachkräften gelernt und ich leite das auch weiter. Und für mich, das ist ein Zeichen, dass ich und unsere Arbeit wirklich sehr wichtig ist. Und dass ich das als Motivation auch den anderen zeigen kann. Das hört sich auch total spannend an. Können Sie das für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein bisschen konkreter machen? Was machen Sie denn so genau, dass man sich das einfach vorstellen kann in Ihrem ehrenamtlichen Umfeld auch? Genau, ich bin seit 20 Jahren Integrationsreferentin im Land, also Deutsche Jugend in Europa, das ist ein Jugendverband. Ich unterstütze verschiedene Integrationsgruppen bei uns im Land. Wir helfen, die Anträge zu stellen. Wir helfen Gruppen im Land, auch diese Projekte zu organisieren. Wir suchen neue Projekte, wir suchen neue Gruppen, auch Pilotprojekte, ganz neu, auch nicht unbedingt eingetragene Vereine oder Sportgruppen, auch ganz kleine Pilotprojekte, das gestalten wir. Und das ist meine Aufgabe im Verband. Und hier in Offenburg haben wir auch drei Integrationsgruppen von DJO, von Deutsche Jugend in Europa. Das ist hier ein russischer Verein Samovar, Tanzstudio Oasis und unsere Organisation Integrationskulturzentrum Kaleidoskop. Wir machen viel Kultur, wir machen viel Integration, wir gestalten verschiedene Freizeitprojekte, niederschwellige Projekte, wir gestalten unbedingt außerschulische Bildung, so dass die Familie, die irgendwo das nicht leisten können, können bei uns verschiedene Workshops und Projekte besuchen. Und meine Aufgabe ist, das alles zu begleiten und das alles zu organisieren.
Also wir unterstützen nicht nur die Gruppen, die zu uns gehören, sondern wir sind interessiert, also verschiedene Kooperationsprojekte zu machen. Das machen wir auch. Deswegen sind wir auch mit verschiedenen Vereinen und mit dem Stadt und mit verschiedenen kleinen Gruppierungen befreundet, sagen wir so, weil es ist ja, wirklich wir befreundet. Genau. Ja. Es ist nicht offizielle Beziehungen sozusagen oder Aufgaben, wirklich befreundet, dass wir dann immer einander anrufen können. Da gibt es ein Projekt, da gibt es Bedarf, wir machen was zusammen. Und wie war das dann für Sie, Frau Gart? Sie sind, ich glaube, vor ungefähr 20 Jahren ja. aus Kasachstan nach Offenburg gekommen oder nach Deutschland. Offenburg ist für Sie auch Heimat geworden. Sind Sie da so ein bisschen reingestolpert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Auch vielleicht für solche, die jetzt neu zu uns nach Offenburg gekommen sind, wie knüpfe ich da an oder wie bringe ich mich hier auch direkt in diese Gesellschaft so ein? Ich meine, Sie sind da ja ein leuchtendes Beispiel dafür. Ich war, glaube ich, 22, habe Universität in Kasachstan absolviert und habe schon da in einer Gesellschaft für Spätaussiedler gearbeitet, heißt es so, Wiedergeburt. Das ist ja ein Kulturzentrum, wo dann zukünftige Spätaussiedler nach Deutschland kommen und die haben von uns Unterstützung bekommen. Ich war so ein junges Fachkraft, wo ich dann alles Landeskundesprache oder dann auch alles beigebracht. So eine Art Vorbereitung genau, für die, die nach Deutschland dann kommen. Ah, genau. Okay. Und dann diese Spätaussiedler, die diese Angebote in Großstädten in Kasachstan oder in Russland, Ukraine, Georgien bekommen haben, waren ein bisschen fit dann da in Deutschland und konnten schon mal sagen, was sie dann weiter wollen und hatten schon ein paar Infos über zukünftige Heimat, sagen wir so. Ich war auch bewusst da in Deutschland. Ich wollte unbedingt auch nach Deutschland zu kommen, weil das war alles nicht einfach so. Ich habe die Sprache geliebt, ich habe meine Zugehörigkeit gespürt. Ich war in Offenburg, genau im November sind wir da gewesen und dann ab Dezember. Nicht gerade die schönste Jahreszeit. Genau, so, vor, vor Weihnachten ja. habe ich Heberat in der Volkshochschule kennengelernt. Dann hat er mich angeguckt, hat gesagt, okay, Sprachkurs nicht unbedingt für Ihnen, Frau Gart, machen wir es trotzdem. Hat er gesagt, ich habe hier sehr viele Spätaussiedler, die noch nicht wissen, wohin dann die gehen, so die dann Gesellschaft sind. Brauchen ja. und so weiter. Mhm. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir da einen Jugendclub aufbauen, also Jugendtreff in der Volkshochschule. Das haben wir gemacht, habe ich da angefangen als Jugendgruppenleiterin für diese Spätaussiedler, haben wir ein paar Theaterstücke gemacht. Genau, und dann hat mir Frau Mayer, katholischer Jugendmigrationsdienst, ein Projekt vorgeschlagen. Heißt das, das war ein Drogenprävention-Projekt, wo ich auch Kinder und Jugendliche unterstützen könnte mit Jugendtreffs und Kinder- und Jugendprojekte in dieser Form, wie ich das kenne. Okay. Genau. Und ich das heißt, wir konnten auch einiges von Ihnen ja auch lernen, neue Projektstrukturen, auch wenn ich das ja, richtig also verstehe. Ich war sehr schon mit 22 sehr strukturiert, weil Projektmanagement als, nicht als Begriff, sondern als System, sagen wir so, war für uns sehr wichtig. Also wie strukturiert können wir auf professioneller Ebene Kinder- und Jugendarbeit machen. Genau, und das haben wir gemacht und das haben wir ungefähr 5 Jahre in Offenburg gemacht. Habe ich Jugendgruppe geleitet. Franz-Volk-Straße war das, irgendwo in einem Haus unten, wo dann Donnerstag und Sonntags immer Kinder und Jugendliche waren. Wirklich, also ab 16, das war nicht leichte Gruppe. Ich habe alle die von Sprachkurs geholt. Auch viele solche, die dann männliche, voll in der Pubertät waren. Genau, genau. Und, aber die waren alle begeistert und dabei, weil in dieser Zeit, wo so viel auch Negatives über Spätaussiedler gesagt wurden, haben die was anderes gezeigt. Und im Moment, ich kenne so fast alle diese Familie, die schon mal erwachsen geworden, Kinder bekommen haben, das waren schon damals Jugendliche, also dass die Ausbildung gemacht haben, arbeiten irgendwo oder dann mit uns was machen. Das genau. hört sich ja spannend an, wenn man so die Person dann auch über so einen längeren Zeitraum begleiten kann. Sie sind ja jetzt in Anführungsstriche schon dann 20 Jahre im Geschäft. Hat sich irgendwie Integrationsarbeit auch verändert, weiterentwickelt? Was sind da so Ihre Erlebnisse? Ja, wie ich das erlebe. Wo ich dann gekommen bin, hat mir Offenburg sofort gezeigt, es hat Fachkräfte gefällt. Und diese Fachkräfte
sollte Offenburg nochmal irgendwie zuerst erziehen. Also sollte Offenburg irgendwo zuerst finden. Es waren so viele Familien mit Migrationshintergrund, die da waren und um Hilfe gebeten haben, dass in verschiedenen Bereichen, auf verschiedenen Ebenen, in diesem Moment sollten zuerst Fachleute einsteigen. Und das war Aufgabe für ungefähr 5-7 Jahre, die ich hier erlebt habe. Nur Fachleute, die da wirklich Sozialpädagogik studiert haben oder irgendwie Kinder- und Jugendarbeit früher gemacht haben, dass die dann das richtig leiten können. Und jetzt sieht es komplett anders. Wir haben diese Jugendliche und diese Zielgruppe geschult sozusagen. Mhm. Und diese Ehrenamtliche helfen jetzt den Hauptamtlichen. Anderen. Genau. Okay. Dass ich es einfach verstehen kann, dass die Verzahnung dann zwischen Haupt- und Ehrenamt sich verändert und vielleicht auch verbessert hat? Ja, also diese Ehrenamtliche, die nicht unbedingt Sozialpädagogik studiert haben oder irgendwelche soziale Fächer studiert haben, die müssen das auch nicht machen. Es reicht auch Juleika oder es reicht auch Erfahrung aus Kinder- und Jugendarbeit. Und die können schon mal sehr viel machen. Und jetzt bewegen die das in Offenburg. Okay. Also ich merke, wenn wir was organisieren hier, die bewegende Zielgruppe, das ist genau die, die das früher ehrenamtlich gemacht haben oder die waren dabei bei dieser Kinder- und Jugendarbeit. Und genau die wissen Bescheid, wie die weiterhelfen können, weil also die haben Erfahrung. Ein Stück weit authentischer, so wie Sie sagen. Die haben auch eher Erfahrung, haben ja selber diesen Prozess eigentlich durchlebt, mitgemacht. Haben Sie den Eindruck, da hört man auch stärker dann drauf, weil Sie authentischer damit auch umgehen können? Ja, es ist irgendwie selbstverständlich, wenn wir irgendwelche Hilfe und Unterstützung von jemandem bekommen. Mhm. Ich sage wir, weil ich komme auch als spätere Siedlerin damals und da hat mir jemand geholfen, dass ich das auch irgendwie auch von meiner Seele einfach so weiterleiten kann. Und ich kenne sehr viele, für mich ist es schon mal Fachkräfte aus ehrenamtliches Leben, die genauso machen. Mhm. Und es klingt authentisch und selbstverständlich. Nicht, dass jemand gezwungen wird oder du musst es machen. Nee, es kommt einfach so, weil die das auch so spüren. Haben Sie da noch genügend Ehrenamtliche auch und Freiwillige, die bereit sind, da sich mit einzubringen? Denn ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Ja, Offenburg hat 37,5% seiner Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund. Das ist ja enorm wichtig für die Stadt, dass die Menschen hier gut ankommen, dass sie ein Umfeld haben, in dem sie auch leben, arbeiten, genießen können. Finden Sie da welche? Sehr viele. Also ich bin selbst auch ein Mensch, der nur 24 Stunden hat am Tag. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden schlafe ich, sage ich ehrlich. Weil es gibt so viele Ehrenamtliche und viele Freiwillige, die irgendwas bewegen wollen. Und es gibt natürlich viele Programme und Aktionen, was Stadt, Land, lokale Organisationen gestalten, wo wir alles mitmachen können. Mhm. Also, aber dafür braucht man ein bisschen Struktur, muss alles Anträge gestellt werden, organisiert werden, Verantwortung übernommen werden und so weiter. Genau, aber die Zielgruppen existieren. Es hat auch so authentisch so auch entwickelt worden, dass also jede einzelne Gruppe oder jede einzelne Mitglied kann mich anrufen oder mich im Instagram finden und schreiben, da gibt es eine kleine Tanzgruppe und die wissen nicht, was sie weitermachen aus einer Klasse oder aus einem Verein oder was weiß ich. Okay, wir starten da oder da, versucht da bitte zuerst als Pilotphase, ne? Zeigt euch und dann machen wir weiter. Also das heißt, Sie sind die gute Seele, die Kümmerin und auch noch die, die dem Ganzen eine Struktur und eine Ordnung auch gibt. Ich und mein Team, sage ich so. Sie weil, und Ihr Team. Genau, weil allein kann ich das nicht schaffen. Es gibt wirklich ein großes Team, ein großes Netzwerk und das machen wir zusammen. Die vertrauen mir, ich kann das wirklich gut begleiten. Ich habe Kontakte, ich habe diese Netzwerke, auch seltene Netzwerke, also auf Vertrauensbasis existiert das alles. Man kann anrufen und sagen, ich kenne die Gruppe persönlich, bitte hilft denen oder so. Aber Team macht es weiter.
ich kann das so oberflächlich das alles so organisieren, aber mein Team oder unser Team in Offenburg, die da auch mit Familien arbeiten, mit Migrationshintergrund, die gestalten es weiter. Okay. Das sind Eltern, das sind Lehrer, Referenten, Kunstpädagogen, alle, genau. Hat sich da jetzt nach dem Ausbruch auch mit dem Krieg in der Ukraine irgendwie was an der Arbeit verändert oder spielt es in der Community eine größere Rolle? Ja, also egal welche Krise kommt, wir spüren das total. Mhm. Also unsere Zielgruppe ist dann wirklich immer betroffen. Also das waren also seit letzten 20 Jahren immer was, wo wir sagen, okay, da sollen wir einsteigen. Corona-Krise haben wir bei Aktionsmanager diese Lebensmittelhilfeunterstützung gemacht. Haben. Ja. Da sollen wir einsteigen. Und jetzt diese Krise. Haben wir gar nicht nachgedacht. Haben wir einfach eingestiegen, weil das ist ja direkte Verbindung zu dieser Familie, die auch auf zwei Felder jetzt spielen, sagen wir so, die aus zwei Zielgruppen. Wir haben das noch nie bei uns gespürt, dass irgendwelche Missverständnisse gab oder gibt. Und diese zwei Gruppen, die hier leben, also als Migranten, Familien mit Migrationshintergrund, auch andere Hintergründe, die sollen das verkraften und dann auch irgendwie mitmachen, dass die auch helfen können, weil das hilft denen auch gut. Hat es dann aber innerhalb der Community auch Konflikte gegeben oder gibt es die von denen, die sagen, naja, ich vielleicht doch nicht alles so? Also ich sage jetzt über uns, über Offenburg und unsere Gruppe, die wir begleiten, wir haben keine Chance gegeben, dass es so. Und wie haben Sie das geschafft, wenn Sie sagen, es gibt keine Chance dazu, da sich in die einzelnen Gräben zu verstecken? Also wir reden direkt ins Gesicht, sagen wir so. Ich sag auch, aus welchem Land komme ich und dass ich also wirklich in der Mitte stehe und ich kann die verstehen und die verstehen. Und das, was wir machen können, wir können einander nur unterstützen. Wenn wir jetzt gegeneinander gehen, wird noch schlimmer. Absolut. Niemand wird gewinnen. Also wenn wir jetzt anfangen, irgendwie Problem zu klären, wer ist daran schuld? Also niemand weiß die Wahrheit. Niemand wird gewinnen. Wir können das machen, was wir gut können. Wir können Kinder und Jugendliche weiter unterstützen, die Familien helfen und jeder hat Bedarf, etwas zu geben oder irgendwie zu helfen. Und diese Kinder und Jugendliche, die jetzt bei uns überall in Vereinen sind, also das sind sehr viele, die sind jetzt seit März in verschiedenen Projekten dabei. Wo die dann gekommen sind. Also gerade auch nochmal von Flüchtlinge. Ukrainisch Geflüchteten, die jetzt neu auch da sind. Ja, wir begleiten sehr viele. Die sind jetzt von März, also bis heute dabei. Wir machen alles zusammen, wie es früher war. Es gibt keine Unterschiede. Es gibt keine Ausnahme oder irgendwelche sagen, ah, ihr seid Flüchtlinge, deswegen ist so. Ihr seid hier geboren, deswegen ist so. Nein, es gibt keine Unterschiede. Wir haben Freizeiten organisiert. Wir haben Integrationsfestival Horizonte am Rhein organisiert, im Theater. Wir arbeiten mit verschiedenen Gruppen zusammen und die machen genauso wie wir. Und für uns ist das Thema Tabu, dass wir jetzt irgendwelche Meinungen jetzt übernehmen und extra dafür jetzt einen Auftritt machen. Ja. Wir versuchen es so machen, dass die Kinder aus dieser Gruppe und aus dieser Gruppe sich wohlfühlen. Aber Chapeau, dass das Ihnen so gut gelingt. Und ich meine, ich spüre das ja jetzt auch im Gespräch. Sie brennen dafür, Sie leben auch ein Stück weit dafür. Jetzt ist das ja alles Ehrenamt. Das ist Ehrenamt. Sie sind ja irgendwie auch noch berufstätig. Ja. Wie kriegen Sie denn das alles so unter und was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht gerade ehrenamtlich unterwegs sind? Sie haben gerade schon gesagt, auch Ihr Tag hat nur 24 Stunden und manchmal fällt dann die Nacht nicht dem Schlaf zu, sondern irgendeiner weiteren ehrenamtlichen Tätigkeit. Was machen Sie sonst noch? Ich bin leidenschaftliche Pädagogin. Ich habe Pädagogik studiert und ich wusste immer, dass ich nur in diesem Bereich arbeiten werde. Ich arbeite in diesem Bereich weiter in Offenburg. Engagiere mich auch professionell für die Kinder, die auch meine oder unsere Unterstützung brauchen. Also erstmal, ich arbeite als pädagogische Kraft im Möbelzentrum Braun in Kinderland. Deswegen kennen mich auch sehr viele Familien, die auch zu uns kommen oft, genau, wo die unsere Betreuungsstunden nehmen oder bei irgendwelchen Aktionen mitmachen.
Und ich bin auch freiberufliche Referentin für Kinder- und Jugendarbeit, weil wenn mich jemand braucht, natürlich unterstütze ich auch verschiedene Projekte als Fachkraft. Also ich kann verschiedene Projekte leiten, ich kann auch verschiedene Workshops leiten, Kunsttherapien, Arttherapien leiten. Ich bin auch Entspannungspädagoge für Kinder und Erwachsene. Und deswegen, also kennen mich Familie auch auf professioneller Ebene so. Ein ganzer Blumenstrauß sozusagen an Qualifikationen. Alles, genau. Es ist aber so, wenn du da, wenn du mit Kindern und Jugend arbeitest, es ist nie genug. Du kannst immer schulen, immer irgendwelche Workshops besuchen, weiterbilden, weil die Zeiten ändern sich und es gibt immer wieder verschiedene Bedürfnisse. Also ich habe das für mich so entdeckt. Jede 5 Jahre brauche ich irgendwelche Schwerpunkte, die jetzt aktuell sind. Das heißt, sie brauchen auch immer wieder so für sich eine Veränderung. Dann. Ja, wenn ich jetzt sehe, also Genderprogramm, Rassismus, Antigewaltprojekte, das war immer wieder irgendwelche Änderungen, ja, die wir dann als Pädagogen natürlich vor 20 Jahren nicht gelernt haben. Und einiges brauchen wir schon mal nachfrischen oder überhaupt neu zu lernen. Oder einfach Erfahrung irgendwo machen, wo wir dann in die Rolle einsteigen, wo wir dann einfach live alles erleben als ehrenamtliche Unterstützer und dann sagen, okay, das fällt uns noch. Und wir greifen es auf und machen es. Das finde ich das Schöne. Ich habe den Eindruck bei ihm, sie machen einfach. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können sie ja jetzt nicht sehen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Frau Gard eigentlich permanent am Lächeln, auch die Augen lachen mit, wenn sie über ihre Arbeit und die Themen sprechen. Was glauben Sie, so Ihre Einschätzung in Bezug auch auf die russischsprachige Community bei uns hier jetzt in Offenburg oder in der Region? Was läuft da gut und was sind aber auch Dinge, wo Sie sagen, das läuft noch nicht so gut, da müssen wir gemeinsam vielleicht auch mit Unterstützung der Stadt oder anderen gesellschaftlichen Gruppierungen einfach auch noch besser werden? Es war immer bekannt, dass die Familie, die zum Beispiel irgendwelche kreative Angebote bekommen wollen, dann können die bei uns zu Hause finden. Natürlich, da können wir viel anbieten. Russische Verein Samovar, Tanzgruppe Oasis und verschiedene. Ich glaube, es gibt auch Chor bei uns, also Russlanddeutsche. Also es gibt viel Kreatives und wir sind wirklich sehr stark auf kreativer Ebene. Aber ich sage immer, nicht jedes Kind muss kreativ zu sein. Nicht jedes Kind ist begabt zu malen oder zu tanzen oder zu singen. Und deswegen wäre auch nicht schlecht, dass wir so ein Netzwerk aufbauen, wo wir auch andere Probleme sehen, die sehr aktuell sind, die waren aktuell, die sind aktuell, dass wir auch vielleicht erlebnispädagogische Methoden, Teambildung und so weiter, Provisionprojekte, alles, was nicht unbedingt um Kreativität und Kultur geht, sondern einfach, wie auch die anderen Kinder und Jugendliche das brauchen, andere Bereiche zu unterstützen. So im handwerklichen Bereich? Oder handwerklich, Erlebnispädagogik. Ich rede über Erlebnispädagogik, weil ich sehe, es gibt Bedarf zum Beispiel bei Jugendlichen, die sehr viel auf der Straße gehen und nach Gesellschaft suchen, nennen wir es so, immer wieder provozieren oder etwas beweisen wollen. Vielleicht genau die Jugendlichen ansprechen, wo die dann ihre Kräfte und Stärke irgendwo anders benutzen können. Also das könnten bunte Graffiti-Projekte sein. Die können Flüchtlingsheime unterstützen. Die können überall was zeigen und machen. Aber die Jugendlichen muss man dann ansprechen. Okay. Wieso ist es russischsprachige? Also weil direkt war die Frage. Das ist ja natürlich aktuell für alle. Ja. Aber ich wohne in Albisbüsch, wo viele russischsprachige Familien sind und oft sehe ich auf der Straße auch viele Jugendliche, die im Alter 15, 17, 16, also in diesem Alter sind abends was unternehmen. Und ich denke mir, also ich habe auch 2 Kinder, 14 und 17. Ich weiß, was die machen, ob die dann Eltern wissen, was diese Jugendlichen machen, ob die dann
sich interessieren, ob die Zeit haben zu fragen, wieso und warum. Da wäre nicht schlecht, dass die Netzwerke ein bisschen mehr machen und schauen, was da abends draußen passiert und was können wir machen. Genau. Ja, ich glaube, und das ist ja das Schöne in so einer Stadt, es ist nie zu Ende oder es ist nie fertig. Es gibt immer wieder Neues, weil wir arbeiten mit Menschen zusammen. Das verbindet uns ja. Es sind total spannende Einblicke, die Sie geben, und wir müssen auf jeden Fall den Gesprächsfaden da aufrecht erhalten. Ich glaube, Sie sind da ja ganz gut auch ans Familienzentrum Albersbösch ja auch mit angedockt. Insofern, das machen wir auch weiterhin. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Es ist so angenehm, mit Ihnen zu sprechen, aber wir haben immer so ein Zeitlimit auch ein Stück weit. Deswegen würde ich gerne auch noch an Sie drei Fragen stellen, wenn Sie gestatten. Und zwar: Ich liebe Offenburg, ich liebe meine Stadt. Gibt es irgendwie in Offenburg einen Lieblingsort für Sie? Ich bin natürlich Fan von Albersbösch und am Stadtwald spaziere ich dann gerne. Und es gibt noch einen zweiten Ort, es ist im Zellweierbach Talweg. Das ist ja ein schöner Ort. Genau. Das ist ja das Schöne eigentlich in Offenburg. Wir haben die Ebene, wir haben die Weite und wir haben gleichzeitig, wenn wir so ein bisschen mal den Blick weiten wollen, dann gehen wir in die Reben hoch und dann sehen wir Straßburg und die Vogesen und hilft ja manchmal auch so ein bisschen für den eigenen Blick dann wieder. Genau. Okay. Und es gibt ja unglaublich viele Veranstaltungen innerhalb der Stadt von ganz unterschiedlichen Organisationen durchgeführt oder von uns als Stadt selber. Gibt es da irgend sowas, wo Sie ganz besonders sich immer drauf freuen? Ja, internationales Fest natürlich, sind wir seit Jahren dabei. Kulturabend, was wir mit Albersbösch jedes Jahr organisieren im Herbst. Genau, aber internationales Fest ist ja unser Highlight. Also das lieben wir, das erleben wir wirklich so nah. Also weil wir spüren und wir sehen, wie viele Kulturen gibt es in Offenburg und in der Umgebung und wie vielfältig sind wir und wie stark sind wir. Ist eines meiner Lieblingsfeste auch bei uns in Offenburg, denn es ist so vielfältig, es ist so bunt von den Farben, von dem Bühnenprogramm, von dem, was man zu essen, zu trinken bekommt. Wir haben irgendwie, glaube ich, auch immer gutes Wetter dabei. Genau. Das hebt auch nochmal die Stimmung und es hat so einen schönen Spirit, finde ich auch. Also da steht die Gesellschaft und die Stadtgemeinschaft, finde ich, sehr eng beisammen bei diesem Fest immer wieder. Und das ist immer so wunderbar. Also, also jedes Jahr moderiert das schon mal unser Freund, sagen wir so, weil er sagt, okay, die sind wieder da, Integrationskultur und Kaleidoskop. Ich muss ihn hinsitzen, weil ich muss erklären, liebe Zuschauer, sagt er, also halbe Stunde wird er jetzt unser Programm von Kaleidoskop beobachten oder dann, also dass er uns so wahrnimmt, dass uns Zuschauer so wahrnehmen, also dass wir das wirklich lieben und wir zeigen das mit unserer Seele, was wir alles können und wir sind wie zu Hause bei diesem Fest. Wir fühlen uns sehr wohl. Ist das dann auch so ein Stück Heimat für Sie hier in Offenburg? Ja, ja, das ist es. Genau, weil es wird nie Frage gestellt, was wir dann genau zeigen oder was wir dann zeigen sollen. Wir zeigen das, was wir können, was wir spüren, was in dieser Zeit alles läuft, passiert. Es kann auf moderne Ebenen sein oder es kann sehr entspannt, so Volkslieder mit Kostüm sein. Aber wenn etwas brennt, dann zeigen wir auch das. Es muss nicht unbedingt Volkstänze oder irgendwie Auftritte sein, die uns als Volk zeigen, unsere Kultur, sondern wir sind die, die hier in Offenburg leben und wir leben es so. Genau. Ich liebe Offenburg, ich liebe meine Stadt. Sehr schöner Abschluss auch. Die Zeit ist leider schon vorbei. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Gard, für das sehr interessante, das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich danke Ihnen nochmals ganz, ganz herzlich für Ihr vielfältiges Engagement für die Menschen in unserer Stadt, innerhalb der Region und innerhalb auch Baden-Württembergs, dass Sie bereit sind, sich da einzubringen, Ihre Erlebnisse zu teilen und anderen Menschen einen guten Einstieg in unsere Stadt, in unsere Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin auch für Sie, für Ihre vielfältige Tätigkeit und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen alles Gute da draußen. Machen Sie es gut. Grazie. Mit der Heimat im Herzen und dem Puls im Takt. Ich liebe Offenburg, ich liebe meine Stadt.